Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Wir haben zuletzt die Riesenratte erledigt und haben das Neptor-Auge erhalten. Und es geht weiter. Wir sind in der Höhle und jetzt würde ich echt voll gerne mal speichern. Und wir werden natürlich direkt angegriffen, obwohl wir hier total... Leck mich! Aber warum sind wir denn jetzt wieder komplett geheilt? Wir haben doch gerade die Ratte... Hä? Verstehe ich nicht. Ja. Ah, jetzt geht das mit dem Blitz auch wieder, ja? ...173 reicht. Na dann. Wir brauchen das aber ganz schön oft hier, das Antidote. Super. Gut, 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 gut. Aber... ...trotzdem... ...ja... kriegt sie dann halt das nächste Mal eine Portion. Wir werden sowieso wieder kämpfen müssen. Kann ich auch jetzt die Portion geben? Ganz ehrlich, haben wir noch eine? Oder haben wir gar keine mehr? Sind die uns alle gegangen? Scheiße. Ja, super. Das ist ja doof. Was mache ich denn jetzt? Und vor allem, ich will endlich mal speichern können, Leute. Kannst du nicht mal dieses Schnellspeichern machen? Ja, speicher schnell ab. Achtung, deine Schnellspeicherdaten gehen verloren, wenn du zu Beginn deiner nächsten Partie ein neues Spiel oder Spiel laden willst. Fortfahren? Genau. Wir wollen einfach wieder raus hier, oder? Wir laufen. Und werden natürlich angegriffen, wie immer, wenn wir gerade rausgehen. Und immer ein Hinterhalt, immer. Die laufen noch in die Richtung, das müssen wir doch sehen. Refia wird sterben. Nein, sie lebt sogar noch. Okay, Refia stirbt doch. Du hast Refia getötet. Arsch. Oh, jetzt stirbt sie wieder. Oh, wie nervig. Ja, dann bleib doch tot, ey. Na, endlich. Manno, Refia, jetzt liegt die da so. Voll doof. So doof. So. Wir haben ja nur 3 Phönixfedern. Die opfere ich doch gerne. Toll. Du kannst wieder dein blödes Vita nicht machen. Kannst du mir mal sagen, wie wir das dann machen sollen? Was soll ich denn dann tun? Ich hab doch nichts mehr. Ja, dann wird die jetzt immer sterben, oder wie? Wie blöd. Nächster Angriff. Oh nein, aber wenigstens sind wir im Angriffsvorteil. Yay. Na gut. Tja, wie gesagt, wir haben ja nichts mehr. Dann stehen wir mal. Der kann ja auch nichts machen. Ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Ich geh nach hinten. Goldnadel erhalten. Eine Portion wäre besser gewesen. K
Komm, Lunes, du bist. Mach das andere Vieh platt, damit Rethia noch lebt. Yeah, geschafft. Gut. Wuhu. So, schnell weiter. Weg hier, weg hier, weg hier. Können wir uns heilen? Können wir uns heilen? Hier ist doch Wasser. Oh, Manno. War klar. Ja, und jetzt kommen diese Blitzviecher. Ach, ich hau ab. So, hau ab. Du gehst nach hinten. Du machst dein Feuer auf den da. Und weg. Dabei hätte ich das noch geschafft, wahrscheinlich. Zufälligerweise läuft es dann ja immer gut. Und wieder Kampf, Kampf, Kampf. Nee, wir hatten sogar Glück. So, und jetzt? Kann ich das andere Auge hier reintun und dann werden wir sterben? Oder wie? Ich laufe mal erstmal ganz raus. Ich will mal ganz raus, damit ich hier einmal normal speichern kann. Genau, weil ich das einmal sicher haben will, dass ich das geschafft habe. Oh, mit der Ratte. So. Nirgendwo kann man ja hier jetzt was kaufen gehen, außer da hinten. Und deswegen gehe ich jetzt einfach risikomäßig, obwohl Rethia total im Eimer ist. Will ich jetzt mal wissen, wenn ich jetzt diese Magie aufhebe. Mit Wicht. So. Wie das jetzt ist mit diesem Auge. Denn wir haben jetzt diesen anderen Stein. Du setzt das fehlende Auge in seinen Sockel ein. Ja. Das haben wir uns hart erarbeitet von der Ratte. Ihr habt euch bewährt, Krieger des Lichts. Ich bin der Neptodrache, Hüter der Meere. Dafür, dass ihr mein fehlendes Auge zurückbrachtet, möchte ich euch danken. Dieses Auge ist kein einfaches Juwel. Es ist meine Seele. Ohne es kann meine physische Form der Drache nicht kontrolliert werden. Jetzt, da ich wieder eins bin, werde ich in Frieden ruhen und über diese Wasser wachen. Doch hat das Wasser selbst sein Licht verloren. Etwas ließ die Erde beben und das Licht wurde in die Tiefen des Nichts gezogen. Krieger des Lichts, ich werde euch den Zahn des Wassers überreichen. Er wird euch die Kraft spenden, neue Herausforderungen zu bewältigen. Nun geht und stellt das Licht der Welt wieder her. Voll cool. Zahn des Wassers erhalten. Der Neptodrache fällt in einen tiefen Schlummer. Und wo ist der jetzt? Den können wir bestimmt einsetzen gegen das Vieh. Ja, wir haben auch noch den Hammer. Weiß ich auch nicht, wo das jetzt ist. Sagt er noch was? Wir reden mal mit Dash. Ihr seid also die Krieger des Lichts? Ich weiß nicht, was das ist, aber es klingt schon toll. Kann ich vielleicht auch ein Krieger des Lichts sein, so wie ihr? Hast du nicht gesagt, dass du was Wichtiges zu erledigen hast? Das fühlte sich an, als würde mein Blut kochen, ist aber schon vorbei. Das muss ich mir wohl nur eingebildet haben. So. Ja, was ist denn jetzt, wenn wir da... Ach, jetzt ist das Schiff da hinten. Was mache ich jetzt? Wikingerhöhle. Hey, Leute. Passt mir gut auf die Enterprise auf, hört ihr? Wie jetzt? Wie schön, dass ihr halt zurückgekommen seid. Der Chef ist jetzt viel besser drauf. Aber voll die Siegesmusik. Hui, Kanonen werfen. Das haben wir da. Ihr seid super Spitzenklasse. Ich werde meine Kinder nach euch benennen. Aber weil wir jetzt dieses Dämon-Vieh, ne? Ich dachte halt, wir müssten halt das Monster im Wasser auch besiegen. Willkommen zurück. Die Wikinger werden niemals vergessen, was ihr für uns getan habt. Die Enterprise gehört euch. Nehmt euch ein Segel davon, junge Helden. Lasst euch vom Wind leiten. Du bist nun stolzer Besitzer der Enterprise. Oh, das ist toll.
weil wir den Rattenkönig besiegt haben? Oder habe ich das anders verstanden? Hat unser Mognet eine neue Nachricht? Jo. Hey, Leute. Die große Schlange, die Herrscherin der Meere, soll irgendwo auf dieser Welt schlafen. Ja. Jetzt kann ich vom Fliegen träumen. Der nette Drache ist der Beschützer der Meere. Jetzt, da seine Wut besänftigt ist, wacht er über uns und unsere Schiffe. Ah, alles klar. Ja, ich sag ja, der besiegt dann die Schlange da draußen. Aber ich habe jetzt echt gedacht, dass wir das tun sollen. So, wir müssen mal schlafen, weil wir haben nichts mehr. Irgendwie ein Potion und so. Dann sind wir so schon mal geheilt. Außerdem haben wir uns eine gute Nacht redlich verdient. Aber vielleicht kann man ja hier auch mal Portionen und so kaufen. Bei ihm hier vielleicht. Ich meine, der hatte nur Zauber. Der hat nur Zauber, aber vielleicht können wir uns endlich mal Gift kaufen. Jawohl. Blind hatten wir auch noch nicht. Da geht unser Geld hin. So, ganz viele Portionen. 10 Stück. Dankeschön. Antidot finde ich auch mittlerweile wichtiger als vorher. Hebt Stein auf, ja, das kommt noch. Davon haben wir 7 Stück. Das sollte erstmal reichen. Das ist in Ordnung. Dann können wir wieder raus. Mehr haben die uns nicht zu sagen hier, oder was? Nö. Was ist eigentlich mit der Kiste hier? Das kapiere ich auch gerade nicht. Muss man doch hin. Ja, hier kann man auch hin. Haha. Enthielt Blitzdolch. Ach, wie cool. Können wir Riff ja den Blitzdolch geben? Hier eine Hand. Jawoll. Verteilt Blitzschaden. Das ist ja cool. Jetzt hat sie in der einen Hand einen Blitzdolch. Finde ich gut. Yeah. Voll der versteckte Gang hier. Ich habe da im Winkel immer so das gesehen und dachte, wie kommt man da denn hin? Der Chef ist jetzt viel besser drauf. Der ist doch gar nicht... Der schläft doch. Keine Ahnung. Kapier ich nicht. So, jetzt können wir mit dem Schiff fahren. Vorspeichere ich trotzdem nochmal. Huch. So, wieso ist denn Reef hier immer noch? Ich wollte gerade sagen, der geht's doch gut. So, jetzt können wir mit dem Schiff fahren. Ohne dass was passiert. Wuhu! Ja, cool. Jetzt können wir voll aufs offene Meer und so. Und werden trotzdem angegriffen gegen die Seeschlange? Nee, gegen andere Viecher, die weiß ich auch nicht, was die sind. Wie wär's mit Eis? Stehlen. Angriff, wenn's überhaupt geht. Und Feuer. Keine Sorge, ich mach das schon. Was willst du denn jetzt machen? Ach, man kann die auch normal angreifen. Das ist ja gut zu wissen. So eine Wasserwirbel. Okay, die stecken aber auch schon was ein. Portion erhalten. Yeah. Gut gemacht, Refia. Immer auf Lunes. Schön drauf immer. Alles klar. Wir greifen einfach mal normal an. Wenn das geht, dann machen wir das. Haben wir schon lange nicht gemacht. Bam. Und das läuft ganz gut. Aber sie hat jetzt auch einen Blitzdolch. Das ist so cool, dass die jetzt einen Blitzdolch hat. Also er hat jetzt auch ein Blitzschwert hier, Lunes und so. Aber ich finde das trotzdem irgendwie cool. Portion, genau. So. Ich weiß gar nicht, ich sehe gar nicht so gut hier gerade mit der Karte. Können wir denn jetzt mal hin? Ich will jetzt auch nicht hier stundenlang diese Wasserviecher irgendwie angreifen müssen. Der ist schon mal weg.
Das war nicht so super, aber mit ihren Blitzgeschichten machen sie schon mal etwas mehr Schaden immerhin. Genau. Geh du mal nach hinten. Und du machst Magie. Wir haben ja auch keinen Weißmagier. Das ist natürlich der Nachteil, ne? Also fällt mir gerade so ein wegen dem Rattenkönig auch. Weil man soll ja einen Weißmagier haben, der heilen kann. Und das habe ich natürlich nicht gemacht gehabt. Und dann kann man jetzt hier raus und... Ui, wo kommen wir denn hier hin? Schloss Argus. Ach so, hier waren wir doch schon mal. Oder nicht? Ja. Oder nicht? Oder ist es ein anderes Schloss? Es ist ein anderes Schloss. Ein anderes Schloss. So die Ritter der Tafelrunde hier, oder? Was sind wir denn hier? Nichts passiert, okay. Also wenn schon denn schon wir uns heilen können, dann machen wir das natürlich immer. Ne? Besser als, dass wir unsere Vorräte verbrauchen. Ist auf jeden Fall schon mal kein böses Schloss, weil wir können uns ja hier auch heilen. Ich hätte jetzt gedacht, dass auf dem Tisch hier was liegt oder so. Hallo? Ist hier keiner? Komisch. Irgendwie voll tote Hose hier. Hä? Da muss doch jemand sein. Das ist doch voll komisch. Guckst du mal näher ran. Vielleicht ja tatsächlich beim Tisch. Da glitzert hier ja irgendwas. Huhu. Wir sind da. Wir helfen euch. Wir sind die Ritter des Lichts. Scheint die ja nicht so zu doll zu beeindrucken. Na gut. Wenn keiner da ist, dann ist keiner da, ne? Tja. Kann man nichts machen. Da flüstern uns die Bäume ja was zu, aber anscheinend nicht. Wo kommen wir hier hin? Irgend so ein geheimnisvoller Wald. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe gerade. Einfach mal so nirgendwo herumlaufen ist bestimmt auch nicht so toll, aber ist auch nicht, was ich sonst machen soll. Ja, gut. Gehen wir mal hier unten lang. Eine Höhle. Irgendwie kommt mir die Gegend trotzdem so bekannt vor, aber ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Das war gut. Juhu. Gut. So, jetzt speichere ich nochmal eben hier, weil wir hier draußen sind. Wenn ich jetzt in die Höhle reingehe, dann geht das wieder nicht. Ich will mal wissen, was das jetzt hier ist. Klamm der Gul'gana. Hallo. Willkommen im Magnet Kupo. Hier können die Mitglieder bla bla. Wir haben keine neue Nachricht. Und so weiter. Ja, wer bist du? Das hier ist die Klamm der Gul'gana. Wir werden blind geboren, doch wurden wir mit der Hellsicht beschenkt. Wir können in die Zukunft blicken. Oha, voll der heilige Ort. Euch segnete der Kristall des Windes. Nun müsst ihr auch die Kristalle des Feuers, des Wassers und der Erde ausfindig machen. Aha. Ich spüre die Kraft des Feuers auf der Insel der Zwerge.
Und die sind jetzt alle blind? Geraten Licht und Dunkelheit aus dem Gleichgewicht, wird eine Kraft geboren, die die Welt zerstören wird. Unheimlich, nicht? Ja, ihr seid auch ein bisschen unheimlich. Wenn die Dunkelheit die Welt verhüllt, wird alles von der Leere verschluckt. Wir leben in dieser Klamm, versteckt vor dem Rest der Welt, denn die Zukunft zu kennen, führt oftmals zu Unglück. Ja. Benutzt diesen Zauber und betretet den Turm des Oven, hoch im Norden. Dash, dein Schicksal erwartet dich. Den Zauber Frosch erhalten. Wuhu! Der Turm des Oven ist voller Maschinen und Mechanismen. Hier erwartet Dash sein Schicksal. Das Erdbeben war nur der Anfang. Die Erschütterung, welche die Kristalle, das Licht unserer Welt verschlingen und Monster aus den Tiefen der blutenden Lande hervorrufen, sind nur Vorboten der Katastrophe, die über die Welt hereinbrechen wird. Die Macht der Dunkelheit verhüllt das Licht vor der verbleibenden Kristalle und die Kristalle selbst haben ihre Kräfte versiegelt. Wenn der Turm eingestürzt in Flammen des Untergangs spuckt, dann wird der Mann erwachen, der das Schicksal beeinflussen kann. Der lebende Wald, die trauernden Bäume rufen euch. Ja. Kriegen wir jetzt hier noch eine Belohnung? Yeah! Magierobe. Eisstab. Feuerstab. Voll cool, was die hier so am Start haben, die blinden Leute. Nicht schlecht, Herr Specht, danke. Bis dann. Wir sind die Ritter des Lichts. Ja, das war doch mal erfolgreiche Beute, würde ich sagen. Jetzt könnten wir die natürlich auch noch direkt aus und Magierobe. Das wäre ja im Moment zumindest eher was hier für ihn. Geht das? Das geht. Ja, das ist gut. Aber was anderes geht bei ihm ja eh gerade nicht. Was hatten wir noch? Wir hatten dann diesen Eisstab. Der aber gerade irgendwie für niemanden so wirklich noch passt. Außer hier für dich. Es ist Eisstab. Das wäre aber sogar besser als das, oder was? Angriff 15. Und der macht Angriff 20. Dann macht er Blitz und Eis. Dann machen wir das mal so. Warum auch nicht? Ja, was hatte ich denn noch eingesammelt? Feuerstab, ne? Ach, da muss ich erstmal dann hin und her überlegen, wer was kriegt. Vielleicht ja doch nochmal dann auch Ark. Aber der hat halt... Du hast ja gar keine Pfeile mehr. Du... Warum hast du keine Pfeile mehr? Darauf habe ich ja gar nicht mehr geachtet bei ihm hier. So, jetzt kannst du auch mal wieder mit dem Bogen angreifen. Kein Wunder, dass du nie Schaden machst. Nee, aber wir könnten ihm natürlich auch den Feuerstab geben, der aber anscheinend nicht mal besser ist, oder was? Aha, das ist ja interessant. Nee, Feuerstab muss ich dann nochmal überlegen. Eisstab finde ich gerade irgendwie ganz cool. Wir speichern und sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.